Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lost Aiming und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Battlefront. Denn Battlefront ist endlich am Start, der Release ist vollbracht, ihr könnt das Spiel endlich zocken. Und da stellt sich natürlich ganz zu Beginn die Frage, hey, wie kann ich am effektivsten Punkte sammeln, Erfahrungspunkte sammeln, Credits sammeln, um relativ schnell, recht schnell nach oben zu kommen, was das Level angeht, meine Waffen, Starcards und auch Emotes und Skins freischalten zu können, um einfach den vollen Umfang des Spiels relativ schnell schon genießen zu können. Auf diese Frage habe ich in diesem Gehalt natürlich die Antwort für euch. Star Wars Battlefront bietet euch unterschiedliche Möglichkeiten, euer Level recht schnell zu pushen. Ihr habt natürlich die verschiedenen Spielmodi, die ihr absolvieren könnt, wo es unterschiedliche Objectives gibt. Und das ist erstmal der wichtige Aspekt bei dem Ganzen. Spielt Objective. Ihr habt am Ende jeder Runde die Anzeige der Erfahrungspunkte, die ihr gesammelt habt. Und da gibt es unterschiedliche Bereiche. Und der Bereich Objective, also je nachdem, was ihr gerade habt, im Walker Assault Modus zum Beispiel die Uplink-Stationen aktivieren oder deaktivieren und somit eben die AT-AT-Walker zerstören oder zu verteidigen, das ist einfach ganz wichtig und gibt ordentlich Punkte. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch die Punkte für Kills, also Abschüsse, die ihr macht, wenn ihr den Gegner über Haufen schießt. Und eine Kombination daraus bringt euch natürlich relativ schnell nach vorne. Was hierbei ganz wichtig zu erwähnen ist, sind die sogenannten Herausforderungen. Ihr habt nämlich immer wieder Random Achievements, also verschiedene, unterschiedliche und zufällig generierte Herausforderungen, die ihr abschließen könnt, und wenn diese eben aktiv bei euch angezeigt werden, ihr könnt das im Menü unten nachschauen, wenn ihr die abschließt, dann zusätzliche EP nochmal bekommt. Das ist ganz wichtig und darauf solltet ihr immer achten, und das bietet auch ein Stück weit Abwechslung, denn diese Herausforderungen sind immer relativ, wie gesagt, random, also komplett durcheinander. So kann es sein, dass ihr auf der einen Seite 25 Headshot-Kills mit schweren Blaster machen müsst, bei der zweiten parallelen Aufgabe, es gibt nämlich immer drei Aufgaben, die gleichzeitig laufen für euch, die ihr somit erfüllen könnt, dann zum Beispiel im Modus Cargo 15 mal die Fracht holen und abgeben müsst und dann schlussendlich vielleicht noch 5-mal einen TIE Fighter vom Himmel holen müsst. So habt ihr also immer gleichzeitig drei Herausforderungen laufen, die aber auf unterschiedliche Spielmodi abziehen können. Spielmodi, die ihr im Rahmen der Herausforderung auf jeden Fall präferieren, also bevorzugen solltet, sind zum Beispiel solche Sachen wie Gefecht oder eben Cargo, also Team Deathmatch basierte Modi, da einfach viele Herausforderungen einfach darauf abzielen, dass ihr mit unterschiedlichen Waffen oder Waffenkategorien entsprechende Ziele erreicht, wie zum Beispiel 25 Headshots mit schweren Blastern oder insgesamt 50 Kills mit der Blasterpistole. Und da lernt ihr natürlich nicht nur auf der einen Seite, wie ihr mit dem Spiel, mit dem Aiming umgehen könnt, sondern punktet einfach auch relativ schnell, weil einfach viele dieser Kill-Herausforderungen immer aktiv am Laufen sind und ihr dadurch einfach ordentlich schnell punkten könnt. Wenn ihr mal eine Abwechslung von dem ganzen Multiplayer-Geballer habt, könnt ihr natürlich auch nebenher die Missionen machen. Allerdings sind sie nicht so wirklich effektiv, wenn man mal das Verhältnis von Punkten zu Zeitaufwand hernimmt, und nicht wirklich zu erwähnen, wenn es ums schnelle Leveln geht. Wenn ihr zusätzlich zu euren Erfahrungspunkten, die ihr sammelt, natürlich auch noch entsprechende Credits braucht, um euch dann die ganzen Freischaltungen wie Sternenkarten, Waffen oder Skins zu gönnen, dann kann ich euch nur empfehlen, die Star Wars Battlefront Companion App mal auszuprobieren. Das ist im Endeffekt eine Art Brett-/Kartenspiel, was ihr sowohl auf Android- oder iOS-Geräten als auch auf dem PC spielen könnt. Das Ganze ist kostenlos und dadurch habt ihr die Möglichkeit, ordentlich Credits zu sammeln, und es ist auch wirklich nicht ganz so schwer zu verstehen und könnt ihr nebenher mal eben ein Stündchen zocken und danach ordentlich shoppen gehen mit euren erworbenen Credits. Ich persönlich habe in Star Wars Battlefront die Erfahrung gemacht, dass, wie gesagt, gerade kleinere, kürzere Runden, vor allem der Gefechtsmodus, Team Deathmatch, solche Sachen oder auch der Jägerstaffelmodus eigentlich ordentlich viel Spaß bieten und gleichzeitig auch verhältnismäßig viel Erfahrungspunkte bieten. Zudem schult ihr da euer Aiming, eure Treffsicherheit und habt dabei einfach eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation habt ihr auf jeden Fall auch, wenn ihr jetzt euer Abo dalasst für zukünftig mehr Videos zu Star Wars Battlefront. Und eure Meinung ist natürlich auch immer gefragt unten in den Kommentaren, welche Level-Systeme ihr denn so anstrebt und welche Erfahrungen ihr dabei gemacht habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, behaltet euer Ziel immer im Auge und möge die Macht mit euch sein. Ich bin erstmal raus, euer Lost. Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lost und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Star Wars Battlefront.